Herzlich willkommen in der Österreichischen Nationalbibliothek. Mein Name ist Andrea Harand und ich bin Mitarbeiterin der Musiksammlung. Ich begrüße Sie zur Veranstaltungsreihe Das besondere Objekt und freue mich, Ihnen La Mer von Claude Debussy vorzustellen. Die Sehnsucht nach dem Meer, das Naturphänomen des Meeres, hat viele KomponistInnen angeregt. Eines der bekanntesten Werke sind die symphonischen Skizzen La Mer von Claude Debussy, die in den Jahren 1903 bis 1905 entstanden. Debussy war von Jugend an mit dem Meer verbunden. Erinnerungen daran sowie Eindrücke von Meeresdarstellungen der bildenden Kunst haben ihn zu diesem Werk angeregt. In jedem Satz schildert er einen anderen Aspekt des Meeres, von der Morgendämmerung bis zum Mittag, das Spiel der Wellen und schließlich der Dialog zwischen dem Wind und dem Meer. Die Stimmung und Atmosphäre, die Klangfarbe und Instrumentierung machen es zu einem wichtigen Werk des musikalischen Impressionismus. Für den 1905 erschienenen Druck wählte Debussy den Farbholzschnitt Die große Welle vor Kanagawa des japanischen Künstlers Katsushika Hokusai. Debussy liebte die japanische Kunst. Eine Reproduktion des erwähnten Holzschnitts hing auch in seiner Pariser Wohnung. Somit vereinen sich in diesem Werk zwei große Leidenschaften von Debussy: das Meer und die japanische Kunst. Ich hoffe, es waren interessante Aspekte für Sie dabei und wünsche Ihnen viel Freude mit dem besonderen Objekt, das vom 24. Juli bis 24. September im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek zu sehen ist.